Mode-Ikone Vivienne Westwood, hier gleich neben Pamela Anderson auf der Paris Fashion Week, hat nicht nur ein Faible für Punk, sondern auch für das 18. Jahrhundert. Diese Leidenschaft zollt ihr Ehemann und Chefdesigner Andreas Kronthaler Tribut in der neuen Kollektion namens Rock Me Amadeus. Fantasievolle Kleidung für Frau und Mann, wie Kronthaler der Presse gegenüber betonte. An der tortenähnlichen Brautausstattung mit Schirm hätte sowohl Mozart als auch Marie Antoinette bestimmt ihre Freude gehabt. Weiter geht es mit einem Newcomer im Pariser Modezirkus, dem Franzosen Christophe Guillaumet. Der 42-Jährige besinnt sich auf traditionelle Werte und lässt den glamourösen Look der 50er und 60er Jahre wieder auferstehen. Kleider für Cocktails und Premieren. Guillaumet ist bei Stars und Sternchen im französischen Showgeschäft beliebt. Asiatische Strenge herrscht in der kommenden Frühjahr-Sommersaison bei der Pariser Marke Hermès. Kreativdirektorin Nadej Vanné-Sibylski setzt auf minimalistische Kastenschnitte, vorwiegend in dunklen Tönen. Schürzenähnliche Oberteile und breite Schulterriemen sind weitere besondere Kennzeichen dieser Kollektion. Als Material ist natürlich auch das für das Modehaus typische Leder im Einsatz.